آقای زاره، مثل همیشه تو شنبه های اعتراضی حضور داری. هدف آزادی زندانیان عقیدتیه. چه پیغامی برای مردم آلمان داری که در کنار مردم ایران باشن؟ Das, was unbedingt gesagt werden muss, ist, dass die iranische Diaspora nicht gegen Religion oder Meinung ist, sondern wir fordern sogar Meinung oder Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit. Denn Säkularismus ist unser Motto. Religion oder Glauben, die sind für sich wahrscheinlich auch sehr gut. Aber Politik mit Religion haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Die dürfen praktiziert werden. Aber aufeinander, nicht miteinander. Und das ist das, was wir unbedingt brauchen. Und das ist das, was wir mindestens seit 20 Monaten versuchen zu sagen. Denn da, wo das Islamische Republik seine Fingerabdrücke hat, beziehungsweise man sieht, da herrscht Chaos, Gewalt. Und mittlerweile hat man ja auch gesehen, mitten in Deutschland, Europa, Hamburg, die rufen nach Kalifat. Woher kommt das? Das sind nur Fingerabdrücke von der Islamischen Republik. Und dagegen kämpfen wir. Mehr nicht.